Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo zu Fallen... zu Sorcerer King. Hoppala. Sorcerer King, der Nachfolger von Fallen Enchantress. Und wir sind in der dritten Folge. Sind beim letzten Mal auf diese große Armee getroffen. Die zeige ich euch hier nochmal. Aragorn, die haben aber nicht attackiert. Besser ist das. Erstmal schön ausgewichen. Und sind jetzt hier runter geflüchtet. Oh, ich sehe schon, da könnte man eventuell eine Stadt aufbauen, weil da gibt es diese Felder, wo man sich niederlassen kann. Ich würde sagen, wir schauen mal da nach unten. Darklings Army, die werden wir nicht angreifen. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Da kommt dann die Info. Achtung, das sind Einheiten vom Sorcerer King. Möchtest du dich jetzt möchtest du die angreifen und dich anlegen mit dem Sorcerer King quasi? Nee, wollen wir nicht. Da werden wir erstmal drüber wegsehen. Aber das sieht da durchaus ganz nett aus. Da gibt es einen Shard, den wir an uns reißen können. Und das ist gar nicht so weit entfernt von unserer Hauptsiedlung. Also werde ich bald meine Armee aufbauen und uns dorthin verfrachten. Außerdem gibt es da wieder so ein kleines Quest, das werden wir machen. Da drüben gibt es eine große Armee. Die werden wir dabei aber nicht machen. Normale Looter. Erstmal das Quest machen. Baden, die müssen irgendwelche Musikanten baden. Approach the bards to offer them a job. Wir könnten sie quasi auf unsere Seite holen und ja, sie in unsere Armee eingliedern. Keine Ahnung, wie gut die sind. Worst Bards ever. Vielleicht sind es schlechte Barden, aber gute Kämpfer. Holen wir uns die mal rein. Troop of Bards. Okay. Schauen wir uns die mal an. Die machen 21 Schaden. Also nicht schlecht. Sind vielleicht echt miese Barden, aber können einigermaßen angreifen. Critical Hit Damage und sind auch gut gegen berittene Armeen. Außerdem füllen sie jetzt unsere Gruppe auf. Das ist ja auch mal nicht übel. Ist immer nicht verkehrt. So, was haben wir da? Okay, Sorcerer King Armeen. Die werden uns ja wahrscheinlich mal am Anfang nicht angreifen. Die sieht, die hat nichts zu tun. Da bauen wir einmal Pioniere aus. Und mit den Pionieren können wir uns dann settlen. Demolish. Und da auch. Okay, das haben wir aufgebaut, alles. Und mehr gibt es da eigentlich nicht in der City. Mehr können wir da leider nicht aufbauen. Schnappen wir mal den Schatz. Damit können wir wieder mehr Sachen craften. Eine Schriftrolle, mit der wir nach Hause kehren können. Die Hitpoints kennen wir schon. Oder einen Ring, der die Hitpoints erhöht, aber plus 1. Das finde ich nicht besonders prall. Das werden wir mal noch lassen. Die Archers könnten wir jetzt angreifen. Medium. Erst noch speichern. Und dann gucken wir mal. Gucken wir mal da rein. Conventional War on them oder Unconventional? Unconventional klingt doch gut. Bisschen unkonventioneller Kampf. Poison Shot. Aber macht nur einen Schaden. Süß. Oh, 30 Attack. What the fuck? What the fuck? Hm. 30% Hitchance, 97. Resistance? Ja, kommt's auf unsere Seite. Wenn die 30 Schaden machen, dann wollen wir die auf jeden Fall bei uns haben.
Die haben nur ziemlich dämlich angefangen. Nicht mit dem Messer, sondern mit einer anderen Fähigkeit. Okay, wir werden einmal den Platz tauschen mit dir, weil dann brauchen wir nicht hinlaufen. Das finde ich auf jeden Fall geiler. Und jetzt kommen wir wieder langsam zurück und vermöbeln die. Wir können nochmal eine extra Action machen, laufen daher und hauen nochmal zu. 5 Schaden immerhin. Okay. Jetzt ist unser Boss dran, der Vader. Er macht 12 Schaden. Bogenschütze. Flaming Arrow. Kann nicht schaden. Und the one behind them, na, das wäre nicht so gut. Double Damage, Mounted Unit oder Beast. Okay, ist scheinbar kein Beast. Na, dann greifen wir nochmal an. 31, wow. Also die Barden, die hauen rein. Nicht schlecht. Ja. Stinky Villagers haben wir befreit und in unsere Armee geholt. Das sind die Typen hier. 10% Experience and Ability to Rush in Combat. Unit will not participate in Battle Loss. Okay. Sind total mies, aber geben mehr Erfahrung. Hey, du, ich glaube, ich werde die mal in unsere Armee backen, also da nach Hause schicken. 7 Züge brauchst du, bis die zu Hause sind. Okay. Ich glaube, das ist mal lieber. Peregrine the Ranger und die Erxen, die wir auf unsere Seite gezogen haben. Dann werde ich diesen Sorcerer Kings Leveling rausnehmen aus der Armee. Und Peregrine the Ranger in die Armee reinpacken. Wenn ihr übrigens wisst, wie man das machen kann, dass man Armeen zusammenpackt, dann lasst mich das gerne wissen. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe keine Idee, wie man das machen kann. Das ging bei Fallen Enchantress leicht oder einigermaßen okay. Und hier, glaube ich, kann man es nur machen, indem man jemanden rauspackt aus der Armee und dann gleich wieder reinpackt. Glaubt, das ist so die einzige Möglichkeit. Ich werde mir von da oben vielleicht, ich werde da mal den Weg frei machen. Warte mal. Ja, ich werde das mal machen. Also raus mit dir. Und rein mit dir. Null und zwei, okay, dann kommen wir wieder rein. Sehr schön. Gut, jetzt haben wir eine große Armee. Und mit der Armee können wir dann so langsam heimwärts ziehen. Mal hier alles aufdecken. Level up für die City. Dann werden wir, ja, den Shard schnappen wir uns. Das gibt nochmal einen zusätzlichen Mana-Punkt, also einen zusätzlichen Mana-Punkt nicht, sondern einen Enchantment-Punkt. Eine Essenz. So heißt es denn richtig. Sorcerer Kings Army. Die könnte sich noch ein bisschen umsehen hier, wenn sie vorsichtig ist. Der Sorcerer King ist ja derweil mal ziemlich aktiv hier. Ich hoffe, die wollen den Shard nicht angreifen, den wir uns da schnappen wollen. Das wäre ein bisschen doof. Gucken wir mal da runter, was da unten sich so befindet. Banditen. Und ein dunkler Schrein.
Just knock it over. Okay. Ah, das dürfte so ein Portal sein, wo die dunklen Armeen quasi rüberkommen können. Und ja, stellt das Territorium von denen dar, glaube ich. Ja, zumindest irgendetwas umfasst das Territorium hier. Könnte aber auch einfach diese Banditen-Archer-Armee sein. Das kann auch gut sein. Okay, dann greifen wir mal, dann schauen wir da nicht zu nahe ran. Machen wir das später mit der großen Armee. Da gibt es noch so ein Weak-Dingenskirchen. Da können wir durch sogar. Da gibt es auch einen Shard. Pioniere sind da super, super Sache. Auf jeden Fall mal da runter bewegen. Die City hat nichts zu tun. Da bauen wir was Neues. Ästen erhöhen haben wir eigentlich im Moment ziemlich viel. Erhöhen wir das. Doomsday Counter erhöht sich auch regelmäßig. Da haben wir wieder Banditen. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Alles in der Umgebung erkunden. Da gibt es einen Drachen und Vetra's Army. Und damit haben wir auch schon gleich die zweite Armee gefunden. Vom Sorcerer King. Das spielt sich ja da alles wirklich sehr knapp auf knappem Feld ab. Da hinten haben wir die erste Armee gehabt und da schon die fette zweite mit Vetra. Gewährt uns Einblick in seine Skills. Ja. Der kriegt auf den Sack durch Feuer. 58 Attack und seine anderen Leute da, die er mit dabei hat, sind auch nicht übel. Also da müssen wir noch ein paar Knödel essen, dass wir es mit denen aufnehmen können. Die streifen da alle ziemlich nahe an unserem Außenposten herum. Respektive an dem zweiten, den wir da aufbauen wollen. Naja. Und einen Drachen gibt es auch noch zu einem Überfluss. 55 Attack. Nice. Nicht schlecht. Sorcerer King. Was können wir denn brauchen? Mana. Mana, wir wollen uns dabei noch nicht anlegen mit dem Sorcerer King. Der hat da seine ganzen Armeen gerade in der Nähe. Was plant denn der? Will ich's wissen? Da sind Banditen. Auf das muss man übrigens auch achten, dass es nicht einfach so ein Auto-Switch gibt und die quasi von selbst herumziehen, die ganzen Einheiten. Das kann nämlich dann enden, oder nicht gut enden, weil die dann einfach von selber in Gegnerhorden reinziehen. Und deshalb kann man das entweder ausschalten oder dann halt dementsprechend reagieren. Ich laufe in dem Fall einfach mal runter. Die laufen wieder rauf. Die Banditen würde ich gerne aufmischen, bevor wir uns dann eine Stadt aufbauen. Wir können Shadowwalks lernen. Disrupts a spell. Das klingt ganz okay. Machen wir das. Also sollte irgendjemand einen großen Spell vorbereiten, können wir den disrupten. Und wir kriegen Mana dafür. Dann gibt es den Stalker. Die Pioniere.
Die kommen mal in diese Armee da rein. Dass wir mal so eine kleine Mini-Armee haben, die Widerstand leisten kann, wenn irgendwas passiert. Und wir greifen mal die Banditen an. Jetzt Schaden, 7 Schaden, 18 Schaden. Okay. Greifen wir mal ganz normal an. Hui, 12 Schaden. Wir können so einen flammenden Dingens machen, der ist super, weil der greift eben gleich zwei Gegner gleichzeitig an. Wir können einmal einen Swift machen und können uns den Archer herholen. Wenn er nicht resistet. Aber dann greifen wir einfach nur ganz normal den Gegner da vorne an. Der läuft her und hat einen Hitpoint drauf. Na toll. Na, Vardar, zeig mal, wie es richtig geht. Okay, das slowt uns. Das ist uns relativ egal. Also da wird es schlimmere Fähigkeiten geben, sag ich mal. Pfeil und perfekt down, super. Er kommt nirgendwo hin. Okay. Dann laufen wir einfach mal in diese Richtung. Kann auch nicht angreifen, weil gerade alles im Weg steht. Bisschen doof gelöst. Heilen brauchen wir dabei niemanden. Dann machen wir mal den nächsten Turn. Fernkampf 5 bis 8 Schaden. Auf ihn, der kommt bald dran, aber der wird eh von Vardar fertig gemacht. Dann 10 und 15. Machen wir ihn fertig da hinten. Piu! Oder Erxen zuerst noch. 24 Schaden. Ja, das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Dann kann sich Vardar gleich einmal um den Banditen da hinten kümmern. Der Bogenschütze macht da hinten mal. Sorgt für Radau. Snapshot, die haben wir auch auf unserer Seite geholt. Und die Barden sind der Hammer. Sehr, sehr schön. Level up. Wohin das Auge reicht. Und ich habe gesehen, wir können sogar was equippen. Nämlich einen Ring. Plus 1 Sichtweite. Ja. So ziemlich das mieseste Alter, was man kriegen kann. Aber hey. Aber hey. Das nehmen wir uns auch. Was gibt's denn da hinten? Feuermagier. Okay. Burst of Fire, was auch immer Burst of Fire ist, aber es klingt interessant. Ich will's haben, es glitzert. Dungeon würde ich gerne machen, die Chests würde ich mal gerne schnappen, die Archers würde ich gerne verklopfen. Alles am besten gleichzeitig. Machen wir mal den Dungeon noch. Entweder den Mann helfen, der was essen möchte. Ja, hilf mir mal. Der schickt uns in eine Chomp. Wo ist die Chomp? Hier. Trapped Chomp. Level up erstmal für uns. Wir wollen da mal weitermachen.
die Sorcerer King Armee wird so langsam darunter laufen. Was sind die Darklinge noch? Und die Raider. Die dürfen uns nur nicht zu nahe kommen. Bibliothek, gerne. Bauen wir gerne. Wir haben Items gefunden. Übrigens kann man auch navigieren über diese Ansicht hier. Kann man direkt zur City navigieren, wo schon wieder Raider unterwegs sind. Oder eben zu den einzelnen Einheiten. Humble Inn oder das Trapped Raider, das machen wir alles später. Und das alles später, ich würde jetzt ganz gerne mal die Stadt hier eröffnen und den anderen Raidern da auf die Mütze geben. Schauen, ne? Die können schon ganz schön was. 16 Angriff, geht so. Ja, komm, mach mal die zuerst, bevor die uns im Rücken fallen. Stalker ist unterwegs. Ja, da spielt sich's ganz schön ab auf dieser Karte. Erstmal Battle. Erstmal schauen, was es da so gibt. Einen Wolf. 4 Attack, aber das Gute ist an dem, dass der Howl machen kann. Und das mag ich. Denn diese Howl Ability, die sorgt dafür, dass man mehr Schaden macht. Mehr Nahkampfschaden vor allem. Was ihr mir, kommentiert es mir gerne, wenn ihr das wisst, warum er hier zum Beispiel 20 Schaden macht. Steht zumindest hier unten rechts. Neben den Schwertern steht eine 20, was für die Angriffsstärke steht. Und wenn ich da drauf klicke, steht Nummer 6. Das verstehe ich nicht wirklich. Ob der einen Gruppenbonus bekommt? Kann nicht durchs Haul sein, weil das Haul muss erst gesprochen werden. Und er hat noch nichts auf sich draufstehen. Also verstehe ich nicht ganz, warum da ein anderer Wert steht. Naja, never mind. Erstmal das hier ausnützen, dass da 4 Einheiten auf einem Fleck stehen. Und da mal rein schnetzeln. Das 4, den können wir aushebeln. Da laufen wir hin und hauen einmal drauf. Schnappen uns einfach andere Wölfe. 18 Schaden, nice. Sehr nice. Shadow Swift mit einem Fernkämpfer. Schade. Okay, dann gibt es einfach aufs Maul für den Nahkämpfer. 1 Schaden machen wir. Sehr süß. Sehr brauchbar ist diese Einheit eigentlich nicht mit dem Shadow Swift, weil ihr seht wirklich, die machen wenig Schaden. Ist nur praktisch, dass man jemanden ranziehen kann, sofern der halt nicht resistet. Er kann sich eigentlich nur einer von den beiden aussuchen. 15 und 15 ist fast egal, wie wir da nehmen. Wir können nur diese Straight Line hier ausnützen. Und dann können wir sogar 2 erwischen. Unser Bogenschütze ist dran. Der macht 8 bis 9 Schaden. Gut. Slow ist mal ziemlich egal. Vor allem, weil er resisted hat. 9 Schaden. Target Unit and one behind. Bringt uns nichts, weil nix quasi behind irgendjemand anders steht. Dann machen wir. Greifen wir die an. Counter-Attack. Gut. Varda ist dran. Ihr vernichtet mal die Einheit. Dann haben wir eine Einheit weniger am Sack. 8 Schaden. Jetzt ist der Gegner dran. Läuft ein bisschen zurück. Schießt einen Bogen.
Lauft nach vor, schießt einen Bogen. Die greifen die Urks an, die haben Counter-Attack. Fein, 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 fein. Maya ist dran. Oh, selten, dass die dran ist. Die hat wirklich eine miese Initiative. Die kommt sehr selten dran. 16. Ja, was kannst du machen? Jemanden heilen? Neun Schaden zwischen Caster und Target. Sprich, ich könnte es zum Beispiel, wenn ich in dem Fall sehr blöd, aber halt in einer Reihe quasi macht der Schaden. Glaube ich. Arcane Attack erhöht sich von allen. Alle nebenstehenden Verbündeten werden geheilt. Okay, ja. Und wenn er angreift, 5 bis 8 Schaden. Noch 7 Leben. 5 bis 8, er hat noch 6 Leben. Na, das könnte klappen. Perfekt. Dankeschön, Maya. Paragon the Ranger. 9, 13 bis 15, hat 15 Leben. 13 bis 15 hat 7 Leben. Machen wir den da hinten. Piu! Die Urksen, ja, das trifft sich doch. Gut. Jetzt bin ich aus Versehen zur falschen Armee gelaufen, aber was soll es, das geht sich alles easy aus. Down he goes, come on, come on, come on. Macht's ihn fertig. Da liegt er. Sehr nice. Schöne Erfahrungspunkte wieder bekommen. Resistenz haben wir auch bekommen. Uns greift so ein Darkling an. Okay. Warum greift uns ein Darkling an? Was soll denn das? Shadow Swift und Aua. Nein, nein, nicht die. Er hat unsere Villagers angegriffen. Fuck Darkling, ey. Das gibt's ja nicht. Fuck it. Nein. Hat die Villagers platt gemacht. Ich krieg die Motten. Drei Schaden. Scheiße. Die machen 4 Angriffsschaden. Kommen wir nochmal dran, nochmal 3. Zwei, come on, macht das platt. Ja, super, jetzt können wir uns wieder neue Villagers anzüchten. Fuck. Damit habe ich nicht gerechnet, dass uns der King da angreift. Mist, 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 Mist. Da seid ihr. Ah, warte, die können sich aber auch ruhig hinsetzen. Die können ja eigentlich auch eine Stadt aufbauen, die Villagers. Leute, es wird da höchste Eisenbahn, da mal nach hinten zu kommen. Mega viele Armeen. Beeilt euch. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Last Stand. Ja, gerne. Das schnappen wir uns einfach später, das Item. Nein, ich will ja nicht angreifen, ich möchte nur hinlaufen, bitte. Geht das? Alter Schwede. So, und ich kann mir aussuchen, wo ich mich hinlasse, wo ich mich hinbauen möchte. Mal gucken, was uns da unten noch so erwartet. Nix mehr. Diese ganzen Armeen da. Alter Schwede.
Und wir können uns dabei nicht hinsetzen, weil das Gebiet irgendjemandem gehört, weil das diesen Archers da gehört. Das heißt, die müssen wir zuerst mal platt machen, bevor wir irgendwas machen können. Okay. Lauf mal da runter. Guck mir mal so die Umgebung an. Wie ich da herumswitche zwischen den einzelnen Gegnern. Ich muss sie hier platt machen. Okay. Die Darklinge darf ich selber nicht angreifen, sonst sind die wieder sauer. Dann laufe ich da einfach mal in die richtige Richtung. Da gibt es einen dunklen Schrein. Könnten wir uns gleich mal schön anlegen mit allen. Nebenbei. Oh, die wollen handeln. Die Fraktion, die wir kennengelernt haben. Ja. Bist etwas creepy, aber lass uns handeln. Kannst du uns Truppen anbieten? Die wollen Cloudy Diamonds dafür. Okay. Ja, gerne. Ist besser als das hier, dass wir einige Mana-Punkte kriegen. Machen wir das mit den Truppen. Und wir kriegen Refs dafür. Die Refs haben wir ganz kurz mal gesehen. Ah, die sehen wieder anders aus. Sind immun gegen Licht. 8 Hitpoints. 8 Attack mehr, wenn sie wenig Hitpoints haben. Horrific Wall, was auch immer das ist. 25 Attack und minus 25 Defense. Und a Can Whale, was auch immer das ist. Hohe Initiative, ganz gute Attack-Werte. Die könnten wir zum Beispiel statt Whiff verwenden. Dann kann ich Whiff da runter schicken. Die schicken wir rauf, dann haben wir da so eine größere Armee. Ihr kommt daher, ihr verbündet euch und wir greifen gemeinsam die Banditen an. Ich glaube, das gefällt mir dabei mal ganz gut. Save mal das mal. Und ich muss gucken, wie weit die Folge schon ist, ob wir wieder einen Cut machen und uns einfach in der nächsten Folge sehen. Ja, wir sind schon am Ende von der Folge, deswegen sage ich einmal vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns einfach in der nächsten Folge. Dann geht es den Archern an den Kragen und dann können wir auch austesten, was diese Ref können, die wir da bekommen haben und so weiter und so fort. Können die Stadt bauen etc. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Danke fürs Zuschauen. Ciao.